Ja, hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Mr. Easy Racer und dem Let's Play Project Cars. Ja, es geht wieder richtig los, liebe Leute, heute mit wieder, ja, ich will nicht sagen kleinen Neustart, aber wir starten jetzt wieder richtig durch, wir gehen hin direkt in den Kalender rein. Ich habe wieder richtig Bock auf, ja, Project Cars und Forza Horizon 2 und, ja, das erste Qualifying, ich habe mich gerade nochmal ein bisschen schlau gemacht. Haben wir ja, ich würde mal sagen, richtig verkackt. Da haben wir, ja, mal irgendwie die Strecke nicht so hingekriegt. Wir sind immer ein bisschen weit rausgefahren und so weiter. Aber, ja, ich denke mal, dass wir das jetzt schon besser hinkriegen. Beziehungsweise, ich hoffe es jetzt einfach mal. Ja, Wheelcam ist natürlich auch wieder am Start. Hallo! Und, im Gegensatz zu Formel 1, wo ich, dass ich wahrscheinlich erst am Samstag bringen werde, weil mir jetzt doch die Zeit fehlt, weil ich hatte gestern aufgenommen, habe das Qualifying gemacht und ja, dann war einfach im Rennen die KI viel zu stark, also im Qualifying war sie viel zu schwach, im Rennen war sie viel zu stark und richtig strange auf jeden Fall. Und ja, deswegen kann es sein, dass entgegen meiner Ankündigung, in meinem Infovideo jetzt mal ausnahmsweise Formel 1 am Samstag kommen wird. Und ja, jetzt ist doch anscheinend der Motorensound ganz schön leise. Oder? Ja, wir werden es jetzt gleich hören. Weil ich weiß, dass immer... Alter, hier klickt auch irgendwas. Mein Stuhl ist auch nicht mehr so, mal wie er mal war. Ja, obwohl, doch, geht noch. Motorensound geht schon. So, das ist jawohl. Das ist weiterhin Kupplung, wie immer. Alles klar. Boah, die Lenkung. Muss ich mich erst wieder dran gewöhnen, hey. Erstmal, ah, die Reifen sind schon warm. Okay. Ja, wir haben hier wieder gut mit Untersteuern zu kämpfen. Ah, der McLaren, der macht einfach so viel Spaß. Aber wir haben auch noch so viele Project Cars hier vor uns. Also ich muss mich jetzt wirklich ranhalten. Ich will die LMP-Autos auf jeden Fall auch noch fahren. Auch in der Karriere. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja, und bis jetzt hier läuft eigentlich. Ja, jetzt keine großen Probleme mit der Strecke. Ah, da, oh, da haben wir einen Scheitelpunkt vielleicht leicht verpasst. Aber macht hier nichts. Wie gesagt, ich muss doch nochmal mit der Schwierigkeit schauen. Ich glaube, ich bin ja vorher auf 80% hier gefahren, wenn es mir nicht täuscht. Okay, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Hier, das kann man nicht einfach mal so schnell fix wie bei der Formel 1 mit Vollgas nehmen. Und die wahrscheinlich auch eher nicht. Ja, es geht aber. Geht gut. Alles klar. Aber wie gesagt, Project Cars habe ich schon noch einiges vor mir. Dann ab 18. September kommt ja dann bei mir Forza Motorsport 6 für Forza Horizon 2. Was auch mich jetzt schon lange beschäftigt hat. Aber wird auch nochmal richtig gute Session kommen. So, und ich werde jetzt mal den Typen da vor mir fahren lassen, weil der geht mir jetzt schon wieder auf den Sack. Wenn der wieder vor der Nase rumfährt. Muss ja nicht sein. So. Dann hier wollte ich eigentlich sagen, früh aufs Gas. War nicht ganz perfekt der Ausgang hier, weil hier, das geht natürlich alles voll am Circuit de Catalunya. Und dann geht es mit Vollspeed auf die lange Gerade raus. 6 Wellen haben wir hier, wenn es mich nicht täuscht. Also werden jetzt den 6. Gang einlegen. Zum Glück kommt keiner aus der Box, das ist schon mal super. So. Bremspunkt finden. Gerade so. Also das 100er Schild war schon relativ knapp bemessen von mir. So. Jawohl, der passt. Die langgezogene rechts hier. Kurve 3 ist das. So. Alles klar, irgendwer hat schon... Achso, ich habe Bestzeit für ersten Sektor. Ich dachte schon, irgendwer hat eine Runde gefahren, obwohl ich doch relativ früh rausgefahren bin. Dachte ich mir, es geht doch gar nicht. So, hier jetzt mal ein bisschen mehr gebremst, dass wir den Scheitelpunkt besser erwischen. Sehr schön. Wunderbar, die Runde gefällt mir richtig gut bis jetzt. Sehr gut. So. Hier auch jetzt ein bisschen vorsichtiger drüber, ein bisschen früher schon mal gebremst. Ah ja, mal gut untersteuern, aber die Strecke perfekt ausgenutzt. So will ich das sehen. Das ist eine super Runde bis jetzt. So, hier gehen wir bisschen ersten runter, jawohl. Alles klar. Boah, komme ich leicht quer mit dem Heck.
So, komm schon. Ist jetzt wunderbar, wirklich. Steht einem hier mir natürlich ein bisschen im Weg, aber das sollte der guten Runde, glaube ich, keinen Abbruch geben. Ein bisschen korrigiert hier beim Ausgang, aber nichts Schlimmes. Na hier, da merkt ihr es. Da habe ich mit den Schaltpedals, das ist manchmal nicht ganz optimal. Da muss ich jetzt relativ viel umgreifen, dass ich da was, dass ich da hinkam. So, jetzt saugen wir uns hier im Windschatten nochmal an. So, ja, die Kurve. Okay, alles klar. Ja, wir sind doch ein bisschen überlegen. So, was ist jetzt hier? Ja, genau. Alles klar. Zum Ende der Sitzung springen. Jawohl, sind wir doch mit 2,7 Sekunden vorne. Ich werde das mal ganz kurz verlassen. Ja, Sitzung, das Ergebnis der Sitzung speichern. Und ich werde dann nämlich jetzt die Schwierigkeit hochstellen. Weil das ist ja zu easy. Das ist wirklich zu easy. Wir gehen jetzt auf 80% hoch. Und dann passt das. Ja, nee, also wie gesagt, ich habe wieder richtig Bock. Schauen wir mal, wie viele Folgen ich heute aufnehme, weil... ja, ich weiß nicht, wie es morgen bei mir aussieht, also wegen dem Aufnehmen. Eher schlecht als recht wahrscheinlich und deswegen, ach so, what the fuck. Ach so, ja, okay, das Rennen geht ja hier rüber. Ich habe das gerade ganz vergessen. 4 Runden passt. Ach, ich kann das jetzt hier so komplett anpassen. Okay, ja, würde ich sagen, gehen wir auf 80%, oder? Gehen wir auf 80%. Wusste ich gar nicht. Früher konnte man es ja, glaube ich, nur in 10er-Schritten anpassen, gell? Wenn es mir nicht täuscht. Aber ich bin da guter Dinge, dass wir da gut vorkommen hier. Und mir fällt gerade aus, dass ich genau das gleiche anhabe wie in der letzten Aufnahme. Ja, ja, so ist es. Ja, aber wie gesagt, ich finde Barcelona auch eine super Strecke. Ich sag auch, wie gesagt, viel zu oft. Nee, aber Barcelona ist wirklich eine wunderbare Strecke, gefällt mir nach wie vor auch richtig gut. Auch im Formel-1-Kalender. Wunderschön. Hat ihre Tücken und hat auch ganz gute Überholmöglichkeit mit der langen Stadtzielgerade. Auch auf dieser kurzen Gegengerade geht auch ein bisschen was, aber ja, hier müssen wir jetzt von hinten das Feld aufräumen, so war das ja. Und es ist auch wieder ein fliegender Start. Also ich gar nicht mal so schlecht, obwohl auf 80%, das könnte vielleicht ein bisschen tricky werden. So, Vollgas. So. Ja, das war jetzt natürlich ein bisschen suboptimal, dass wir da so außen waren. Aber die bremsen alle wieder. So, komm schon. Was ist da los hier? Stech mal genau in der Mitte durch. Heilige Mutter Maria. Bisschen vorsichtiger gebremst. Ich bin hier nicht auf Kontaktkurs unterwegs. Alter Schwede. Jo, da bin ich weg. Da bin ich weg. Nee, das war nix. Alter Schwede. Wieso hängt das Lenkrad jetzt so? Fahren. Alter, guck mal, was das ist. Da hat's auch irgendwie, hat sich doch mein Lenkrad gerade aufgehangen. Das ist doch nicht normal. So. Muss ich das jetzt die ganze Zeit auf Spannung halten oder wie soll ich das verstehen? Ah ne, jetzt hat sich's normalisiert. Sehr gut. Oh, der bremst schon wieder. So, hier stechen wir in der Mitte einmal durch. Oh, der R8 ist natürlich auch geil. So, jetzt hoffentlich... Ja, oh, da ist noch einer. Ich wusste es. Den 8 kurz angeschoben. Ja, hier ist mein Teamkollege. Ja, hier ist Curb. Oder Asphalt. So eine asphaltierte Auslaufzone. Oh, wieder ein bisschen untersteuern hier im McLaren. Aber den Teamkollegen konnte man gut wegsnacken gerade. Sehr, sehr gut. So, aber ich glaube, in der Meisterschaft schaut es eh ganz gut aus. Wir sollten schauen, dass wir wenigstens noch in die Punkte kommen. Aber mit Platz 10 sollte das, denke ich mal, machbar sein. Die bremsen ja auch relativ früh, aber ich war auch jetzt hier zu weit draußen. So, jetzt ist er wieder vorbei, mein Teamkollege. Ja, die Kurve ist ein bisschen tricky. So, hier außen rum, das wird auch schwierig. Aber können uns durchsetzen über den Curb. Das ist nicht abgekürzt.
So, aber meine Reifen sind ein bisschen am Rutschen gerade. Unser Teamkollege ist weit raus. Wir gehen hier rüber. Alter, bisschen Harakiri-Aktion von mir gerade. Boah, aber da habe ich noch einen Stupser gekriegt, hey. Alter Schwede, mit der KI kann man hier wirklich mittlerweile auch richtig gut fighten. Oh shit, den habe ich jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen rausgedrängt. Und ist auch von der Schwierigkeit, glaube ich, angemessen. So. Oh shit, das war nicht gut. Das war nicht gut, da war ich wirklich ein bisschen zu optimistisch. Ach, er ist hier noch innen. Okay, wusste ich gar nicht. Jetzt habe ich hier irgendwie was kaputt gemacht. So. So, jetzt passt. Ist er immer noch neben mir? Nee, jetzt ist er nicht mehr neben mir. Ich wollte mich eigentlich umschauen, aber das ging irgendwie nicht so richtig. So, hier den Curb aufpassen. So. Hier kurz lupfen. Ah, zu viel untersteuern. Ja, aber jetzt, wenn sich das Feld ein bisschen entzerrt hat, sind sie schon gut unterwegs hier. Die KI. Gegen die Ginettas, die wir hier fahren, gegen die zwei. Sind wir dann schon Punkte? Nee, wir müssen da noch Platz vor. So. Wir müssen da noch einen Platz vor. Jetzt müssen wir mal gucken. Also wirklich nicht easy gerade. So, wollen wir uns die hier holen? Ja, hier kommen wir besser raus. Aber jetzt leicht quer gestanden. Vielleicht lässt er uns. Ja, hat uns die Tür offen gelassen. Das war super. Super nett von ihm. So, alles klar. Hier machen wir es nicht. Das ist zu gefährlich. Ach du Scheiße. Hier hat wer die Tafel umgefahren, die 100er Tafel. Alter, sorry, aber da hat wer die 100er Tafel komplett weggefahren und ich habe auf die gewartet auf die Tafel und die kam und kam nicht. Und hier hatte ich jetzt ein bisschen zu viel untersteuern, ja, und dann war ich zu weit. So, jetzt kriege ich wahrscheinlich eh jetzt auf der Geraden Stress von hinten, weil ich, ja, obwohl, so war, na, sind die gar nicht mehr dran. So, wir haben jetzt noch zwei Runden, um knappe 2 Sekunden aufzuholen. Das halte ich für ein relativ schwieriges Unterfangen, glaube ich. Weil die sind echt stark unterwegs, die KI hier. Also vom Sieg brauchen wir hier nicht reden. Der war zu spät, shit. Ja, das ist dann, wenn man zu viel will. Alles klar. Jetzt schaut es auch sehr nach Regen hier aus. Uiuiuiui. Okay, hier war der Scheibenwischer, hier war das Licht. Das machen wir mal an. Ne, ich bin immer zu spät mittlerweile jetzt. Das ist jetzt, ist der vorne auch weg. Und zwar richtig weit weg. Ich habe auch massig untersteuern mittlerweile hier. Guck mal, wie die jetzt hier rankommen, ey, krass. Ah ja, genau. Schieß mich raus. So. Okay. Ja, da hinten ist der Zetti. Alles klar. Alter Schwede. Krasser Scheiß. Alter, hier nach Gefühl zu bremsen, das ist so schwierig. Es war nicht perfekt, aber gut. Kam ich schon gerade wieder ein bisschen näher. Ich glaube, hier der letzte Sektor. Ach du Scheiße. Der sollte wirklich unser Sektor sein. Boah. Und dann dreht er mich jetzt hier fast komplett. Unfassbar. Unfassbar, was der hier gerade gemacht hat. Aber war auch begründet durch einen Fehler von mir. Aber die, Alter, was ist denn jetzt los? Ach so, mein Reifen vorne links. Jetzt verstehe ich's. Der hat jetzt keine rote Farbe mehr, der hat jetzt so, ja, irgendeine, ja, was ist das, graue Farbe. Oh, oh, das ist nicht gut. Oh shit, da bin ich ihm auf die Ecke gefahren, hoppala. Das war nicht so gut. Jetzt ist die Frage, kriegen wir den vorne überhaupt noch? Der ist schon jetzt ein gutes Eck weg. Da hätte ich gedacht, ich könnte es wagen, ein bisschen später zu bremsen.
Aber das Wagnis war dann fast schon zu viel. Okay. So. So, was bin ich im Qualifying gefahren? 2.07, glaube ich, gell? Nee, das kann ich sagen. 1.48 ist meine beste Rundenzeit hier. Oh shit. Auf dem Körper gebremst. Das war nicht gut. Ja, doch, vielleicht komme ich nochmal. Vielleicht. Vielleicht. Ja, wir kommen nochmal gut ran. Also, aber wann soll ich überholen? Eigentlich müsste ich hier, aber... Hier komme ich nicht vorbei. Aber jetzt hängen wir richtig im Getriebe. Oh, shit. Ah, hier kommen wir aber auch nicht innen rein, oder? Nee, kommen wir nicht. So. Nee, das war nicht gut. Ja, ich war hier durch. Bin ich schon schneller, aber wie soll ich hier überholen? Ich habe jetzt alles versucht, um ihn da nicht unfair rauszudrängen. Nee, reicht. Reicht nicht. Platz 12 ist es dann am Ende doch geworden. Leider nur. Bei wie vielen Minuten stehen wir jetzt? Ich sehe es nicht richtig. Bei 16. Okay, 17 Minuten. Ja, ich glaube, das nächste Rennen, das wird dann ein bisschen weiter, ein bisschen mehr. Ach so, ich bin... Oh, Gottes Willen. Ich bin da gar nicht weit vorne, hey. Oh, oh. Okay, da müssen wir jetzt auf jeden Fall im zweiten Rennen müssen wir richtig gut punkten. Aber das wird dann, glaube ich, 6 Runden haben. Und das ist dann für die Folge... eindeutig zu viel, jawohl, so ist es. Also, Leute, deswegen würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einfach mal ein Like da, einen Daumen nach oben, ihr wisst Bescheid. Ich sage dann ciao, servus, wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis dann.